So. Willkommen zu einem neuen Part von Terraria 1.4 Update. Wir warten gerade noch auf Nacht. Die ist, dürfte aber gleich kommen. Dann geht's ab. Und dann beginnen wir den Boss. Ich craft mir noch ganz schnell ein Jojo. Denke ich. Da. Das da. Das Malais. 16 Nahkampfschaden. Das klingt nach einem Plan für dich. Ich habe einen Kompass. Natürlich hast du einen Kompass. Zeigt horizontale Position. Wozu brauche ich den Scheiß? Ich denke mal, damit bin ich ein bisschen besser gegen die kleinen Augen. Das Kompass. Ey, warte, jetzt zeig mir das Jojo. Wieso bleibt das schon stehen? Ich bin Jojo. Ich bin halt Profi. Super. Okay. Magst du mal versuchen, das wie zu spawnen, das Auge? Jetzt schon? Ich weiß nicht, ob das dunkel genug ist. Ja, wenn es nicht dunkel genug ist, dann funktioniert das nicht, oder? Ich denke. Oder funktioniert es dann schon, aber... Nee, das vergessen. Das Auge ist weg. Das wird keinen Sinn machen, oder? Weiß ich nicht. Da stand, wenn du es am Tag machst, passiert einfach nichts. Ja gut, dann passiert schon los. Für mich bedeutet das, als Item ist dann weg. Oh. Dann warten wir noch einen Moment. Kann mich natürlich irren. Ich denke, wir irren uns nicht. Wir sind Profis. Deswegen haben wir so viel Ahnung von dem Spiel hier. Was bringt dir ein Enterhaken? Ein Enterhaken? Ja, du kannst einen Enterhaken craften, aber wozu brauchen wir den, wenn wir den Haken schon haben? Was kannst du denn Enterhaken craften? Aus... Wo ist es denn? Aus dem Haken. Und noch ein bisschen anderes Zeug, aber ich habe noch bis jetzt nur einen davon. Okay, ich denke mal, das ist der gleiche, also ein ähnlicher Enterhaken wie der hier. Es gibt verschiedene Enterhaken, die haben verschiedene Längen und sowas. Danke. Im Dschungel kriegst du einen, der hat mehr als... nur eine Richtung. Ja. Wir haben Handelsreisende. Ja, der ist aufgebrochen. Ah, aufgebrochen, er ist aufgebrochen. Ah, okay. Okay. Ich glaube, es ist Nacht, ne? Ich würde sagen, es ist Nacht genug. Dann setz ich das Auge jetzt ein. Setz das Auge jetzt ein. Ich denke, es ist Nacht genug. Oh Gott, ist gruselig. Da ist er! Wo ist er? Ja, siehst du, Moment! Movement! Auge! Das wird bedient. Guck's dir an. Ja. Wie schaden macht eigentlich dein Jojo? 16 Nahkampf. Jo. Ich mach immer so 8 bis 10. Oh. Alles dreht durch. Oh mein Gott, das ist ein Mund. Ja, das hab ich zu fressen. Aber mein Ding ist leer, deswegen kann ich nicht angreifen. Wir trinken halt. Greif mal kurz aus. Wir trinken halt Trank. Brauchst du einen Heiltrank? Ja, ich war nicht ganz so. Doch, glaube ich, auch gleich einen. Außer natürlich. Eye on you. Ich bin erfolgreich. Ich habe ein Auge auf dich. Dämoniterz. Das was? Das Zeugs, aus dem ich das Jojo gekauft habe. Nein, das hat das Auge jetzt gedroppt. Ja, das hat das Auge gedroppt. Sonst nichts? Noch unheiliger Pfeil, kannst du haben, wenn du möchtest. Weiß nicht, was ich will, aber ich kaum Gummi mehr an. Komische Saat. Achso, brauche ich wahrscheinlich einen Bogen. Verderb. Und ja. 56 Barren davon. Ja, und was noch? Was noch? Nix. Ja? Glaube ich dir nicht. Nee, tatsächlich nicht. Wie?
Nichts Besonderes. Kein Item. Kein Item. Okay. Wollen wir nach rechts gehen zu dem komischen Dungeon? Das nehmen wir jetzt ja. Was hat er gedroppt? Nichts. Schau dir nicht. Er hat dieses Dämonenerz gedroppt. Lass mich mal kurz was schauen. Was, wo du auch mir das Auge dann besiegt? Für Dämonenerz anscheinend. Okay, interessant. Ich hab gedacht, es droppt irgendwie was Besseres, aber... Und du hast auch keine Augen gehabt? Nee, nicht mehr. So, ich hab das schon mal besiegt gehabt, auf jeden Fall, aber... ja. Als ob ich mir merke, was hier das... Autsch. Was hier der Gegner droppt, ne? Okay, ja, Zauberstadt aus Dämonie-Dingsbums gibt's nicht. Ah, ich dachte, du hast gegoogelt, was der so droppen kann. Was? Nee. Soll ich? Nein, besser nicht. Ich hab die Seite noch offen. Beute. Guni verliert den Ausgetode beim Sterben, als seine Gegenstände im Spiel. Blablabla. Also, so ein Erz zu haben im Spiel ist sehr wertvoll. Kann man nur mächtige Waffen, Rüstungs, Werkzeuge, Gold. Warte, für die Rüstung und die Spitzhacke muss man allerdings. Ja, blablabla, ja. Egal. Ja, das war's. Sie droppt halt das. Ja, na gut. Doofes Auge. Ja, für den Anfang kann man mächtige Sachen machen. Wir könnten zum Beispiel Rüstung aus dem Scheiß machen. Rüstung? Ja, aus Dämonit. Gott, diesen Erz halt. Dämonit-Erz. Dämon-Titanit. Ich bleib bei Dark Souls. Gut. Wo bist du jetzt? Ich bin nach rechts gerade. Zu dem Dungeon. Hast du einen. Haben wir eine Porsche, mit der du dich zu mir teleportieren kannst? Ja. Ich bin noch nicht ganz da. Wollen wir nicht Rüstung machen mit dem Zeug? Guck kurz nach, was du dafür brauchst und mach. Bring ich dir nur eine schicke Rüstung mit. Je nachdem, wie viel das kosten wird. Ein bisschen was, denke ich. Ja, ja. Moment. Ich gucken. Oh. Lass mich gucken. Wo fliegt ihr denn hin, ihr beiden? Oh, warte, ich kann keine Rüstung machen. Für die Rüstung brauchen wir noch so anderes Zeug. Gott hat sie erledigt. Ich komme vorbei. Ja, komm mal vorbei. Ich kann mich noch an so einen Wurmboss erinnern, aber ich weiß nicht, ob der nach dem Ding hier kam oder davor. Der wird dich nach Hause. Der wird dich zum Gruppenmitglied. Kann sein, dass dieser Trank, der uns nach Hause teleportiert, für den Arsch ist mittlerweile. Ja. War damit. Kann man die verkaufen? Kann man verkaufen. Lass es mal liegen. Steh gerade hier vor dem Würde ich sagen, Prost! Prost? Hä? Ja, guck mal auf der Karte. Du brauchst mich einfach nur an der Karte anklicken vielleicht. Ich sehe die auf der Karte nicht. Du kannst die Karte groß machen, das weißt du, ne? Oh, okay. Gott, nein! Wie mache ich die Karte groß? Escape und dann hast du da oben so drei, Jo, das ist eine große Karte. Tommy, wo bist du? Ganz weit rechts. Da hüpft der Kopf rum. Fluch! Ah! Achso!
Die Hände oder den Kopf? Ich weiß es nicht mehr. Wie? Auf eins von beiden musst du zielen. Hände oder Kopf? Ich glaube, die Hände sind. Denke mal erst die Hände, ne? Ich weiß nicht, ob wir das so leben. Ja. Wie hast du die abgemacht? Da geht's einfach nur zum Typen, den wir vorhin Geralt genannt hatten. Und dann kriegst du auch Fluch und dann versuchst du seinen Fluch zu brechen. Warum hilft uns denn niemand? Ja, Hilfe! Hilfe! Oh Gott. Du bist fast tot. Nein. Ich bin tot. Richtig. Was? Ich hatte noch locker 5 Herzen. Ja, scheinbar nicht. Natürlich. Ja, scheinbar nicht. Ich achte auf mein Leben im Gegensatz zu anderen. Nee. Okay, gut, der ist vielleicht nicht gerade. Hier, schenke ich dir. Was? Was tut die hier? Ach, die habe ich auf dem Weg so eingesammelt. Weiß schon, was man so findet. Okay, der war anscheinend auch nichts. Ja. Offensichtlich nicht. Ich kann mich noch an so einen Wurm erinnern. Vielleicht müssen wir den zuerst machen. Ich weiß nicht mehr, wie das ging. Wie man den gekriegt hat. Na gut, Gut, ich die ganzen Archiven, die ich irgendwann mal gemacht habe. Erhalte einen Mambas, entdecke eine goldene Truhe im Untergrund, Mana-Kristall, Enterhaken, Kotodes Auge. Verwende Sprengstoff oder deinen treuen Hammer, um eine Schattenkugel in den bösen Teilen der Welt zu zerstören. Okay. Okay. Haben wir Dynamit? Weiß ich nicht. Haben wir Dynamit? Wir haben Dynamit. Wie kann ich eigentlich Zeug von dem bei Leuten verkaufen? Geht das überhaupt? Einfach bei denen ins Inventar ziehen. Und danke dich Geld dafür. Normal ja. Sand. Schön dran, 10 Silber, pum, kriegst du 10 Silber. Ah. Weil dann können wir ein paar Sachen wegwerfen, die wir nicht brauchen. In welches böse Gebiet gehen wir? Rechts oder links? Welches böse Gebiet? Dieses Lilane. Lilane? Welches ist denn? Erinnerst du dich echt nicht mehr an das lilane Gebiet, wo wir ständig gestorben sind? Bin mir gerade unsicher, ehrlich gesagt. Ich gehe nach links. Okay, komm mit. Schon mit! Holst du doch bestimmt gleich wieder ein. Tommy! Komm mal zurück. Ja, was für dich? Ich komm zurück. Oh.
Du bist voll. Ich hab noch einen einsetzen können. Ich bin voll. Sehr gut. Bertie? Komm mal zurück. Ja? Was ist das? Was? Siehst du das nicht? Was ist das? Gartengnome. Said to bring good fortune and keep evil spirits at bay. Okay. Anscheinend bringt er Glück und böse Geister halt fern. Ja, das ist gut. Oh, das ist schlagartig hell. Jo. Ich hab da auf den Hintergrund gar nicht geachtet. Das ist voll cool. Ja, der flubbelt sogar so wie bei warmen Orten. Oh, die Schnitzlers drehen hinten durch. Ich hoffe, das Mikro nimmt sich so laut auf. Oh mein Gott, das bist du. Oh, der ist tot. Da kommt einfach eine Leiche von dem Vogel runter vom Berg. Das war ich nicht. Nur mehr schneller als ich. Nein, er ist gleich schnell. Nein. Er kommt oben, ein Kumpel runter. Er kommt doch nicht. Doch, da ist er. Nein, da war er. Bertie, kommst du ja hoch? Oh oh. Oh Gott. Oh Gott. Oh, hier unten sind welche. Das ist nicht einfach abgebaut. Weiß nicht, ich versuch's doch mal. Ja. Oh, es geht nicht. Oh, die Schnitzlers drehen echt durch. Oh, du gehst vor! Hammermäßig, was? Hast du einen Schief mitbekommen? Nee, ich nicht, aber du. Und was? Oh, wie die da hinten durchdrehen, die Schnitzlers. Oh, ja, gut, ehrlich. Oh, natürlich. Oh, jetzt weiß ich auch wieder, wie das mit dem, Wer ist das Echo von Schreien um dich herum, Tommy? Ja. Was ist das? Ich erinnere mich wieder. An was? Wie man den Wurm beschworen hat. Ja. Hast du den Wurm gerade beschworen? Nein, noch nicht. Wieso höre ich dann Schreien um mich herum? Nein, du hörst nur das Echo von Schreien um dich herum. Wir brauchen noch so eine Schattenkugel, die ein bisschen näher an der Oberfläche ist, am besten. Nein. Oh. Weil ich habe nur noch ein TNT. Hast du Bomben? Ja, eine Kiste. Ah, sehr gut. Hätte mir jemand sagen können, dass man die braucht, ne? Ich hatte doch vorgelesen, dass wir Sprengstoff brauchen. Hast du? Ich hab nichts mehr zum Leuchten. Was? Hast du Fackeln? Kann ich? Ja, danke. Oh, wir haben Freunde. Thank you.
Ich würde sagen, wir machen noch den Boss und falls wir das schaffen und dann. Ja, wir brauchen noch was dafür. Ja. In erster Linie Sprengstoff. Haben wir noch so eine. Haben wir noch so einen Trank, mit dem wir zueinander können? Da haben wir noch einige. Okay. Ich glaube 3 oder so. 4? Weiß ich nicht. Oder hat's gereicht? Nein, hat's nicht. Ah, okay. Trank. Ist jetzt zu Hause? Teleportiert nach Hause. Teleportiert zu einem Mitglied. Gestorben? Nein, nein. Ach, hier sind Bomben. Hi. Hi. Soll ich mal vorbeikommen? Ja, komm doch mal vorbei. Ah, du bist ja direkt da. Entspannend. Ich liebe das Geräusch von Rum. Oh. Was ist los? Ich habe dazwischen durchgeworfen und gehofft, dass ich es treffe. Treff dich ja nicht selbst. Kommt der zu uns? Oh. Der kommt zu uns hoch! Wollen wir an der Oberfläche kämpfen? Ist, glaube ich, angenehmer. Oder? Ich weiß es nicht. Wenn du mir sagst, wie ich hochkomme. Wo bist du runtergekommen? Ach so, der teilt sich natürlich, ne? Das ist quasi der lange Larry. Oh, der lange Larry! Soll ich mir den Kopf angreifen? Weiß ich nicht, wo die gerne rauskommen. Folgt ihr uns? Ja, so ein bisschen. Er folgt mir anscheinend. Oh. Ich weiß nicht, wo es rausgeht. Doch, da geht's raus. Tommy, du stirbst. Guter Punkt. Oh, er ist zweigeteilt. Ey! Ich bin draußen! Was? Das war einfach. Tommy, wo bist du? Unten. Komm hoch! Komm hoch! Ich seh dich! Das ist gar nicht so einfach. Tommy, das ist halt echt nicht einfach. Hi. Hi. Au! Oh Gott. Ja, siehst du das? Nein. Komm rüber. Komm hier. Oh nein, Domi. Oh nein. Nein. Bitte lass ihn nicht abhauen. Bitte, er darf nicht abhauen. Er darf nicht abhauen. Nein. Du darfst nicht sterben, ne? Auf gar keinen Fall. Ja. Kannst mit dir kommen. Ich brauche so 5 Sekunden, bis ich respawne. Oh ja, richtig. Nein! Überlebe! Überlebe! Kein Mana. Was tut eigentlich für eine Kugel? Die hat die Schattenkugel gedroppt. Wir haben noch einen Haltrank. Ja, sehr gut. Du machst echt gut Schafe, deine Scheiße, weißt du das? Ja, weil sie einfach ganz schnell schwubbeln kann. Ja, das ist super bei dem Boss. Ja. Aber beim letzten war es nicht so gut. Oh mein Gott, der liegt gleich wie Zeug. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Ich glaube, ich kann keinen Haltrank benutzen und bin fast tot. Ich bin tot.
Oh Gott. Ich auch fast. Nein, bitte nicht. Ich habe ein Herz. Es ist auch gar nicht stressig, mit zu viel. Oh Gott, bitte. Kann direkt. Oh, ich kann einen benutzen. Nein, kann ich nicht. Oh nein. Oh, bitte, bitte. Spam H. Wie H? Ja, den nicht eingesetzt. Okay. Das ist doof gelaufen. Da eigentlich. Vielleicht reicht es trotzdem für eine Spitzhacke. Für eine Spitzhacke reicht's. Bei was? Also, hast du noch Schattenschuppe? Ja. Okay, dann reicht sogar für zwei Spitzhacken. Eigenstein. Okay. Ich finde es übrigens gut, dass die Tränke einen Cooldown haben. Ja? Das fand ich eigentlich gerade scheiße, aber naja. Ja, ja. Das ist ja auch mehr so Ansichtssache, weißt du? Oh Mann. Vielleicht haben wir auch einfach zu wenig Leben für sowas. Meinst du? Bin ich sicher? Bin mir nicht sicher. Okay, was hast du gecraftet? Eine Spitzhacke, oder? Eine Spitzhacke. Aus Dämonen-Titanit? Aus Dämonenit. Wie viel Schuppen brauchst du dafür? 12. Hast du noch eine? In der Kiste unten müssten noch 5 liegen. Ah, okay. Und du brauchst natürlich auch das andere Zeug. Du kannst auch direkt, wenn du die Kiste offen hast, damit craften. Oh. Oh. Albtraum-Spitzhacke. Ja, das ist ein richtiger Albtraum. Ich brauch 6 Schuppen dafür. 6? Oh. 20, 12? Ach, egal. 12 Sparren und 6 Schuppen. Ah, da waren es 12 Barren. Na gut. Da wir erfolgreich den Boss verloren, gegen den Boss verloren haben. Jo. Und ich kann einer Niederlage ins Gesicht sehen, wenn ich sie hab. Ich könnte mir sogar noch einen Schattenhelm machen, wenn ich wollen würde. Würde ich behaupten, das war's für diese Folge. Wollen wir schon auf Rüstung gehen oder nicht? Das Problem ist, dass wenn du jetzt die Rüstung auswechselst, dann habe ich keinen Bonus mehr. Genau, hast du den Bonus nicht mehr. Macht der Helm den. Das Geile ist ja, der Bonus macht genau, gibt mir 6 Abwehr und das ist der Bonus, den ich von meiner Rüstung bekomme. Warte, macht der Set-Bonus insgesamt plus 2? Ja. Dann habe ich quasi 2, 4. Unten in der Ecke 7. Was? Unten in der Ecke steht's. Das heißt, wenn ich einen Bonus verliere, habe ich minus 2, minus 4 und kriege auch plus 6. Von dem Helm? Ja. Okay, gut. Bei mir wird es sich nicht ganz so ausgehen. Ja, doch, bei mir wird es sich genau auf 0 ausgehen. Soll ich mir machen oder wollen wir noch sparen? Ne, mach du ruhig. Okay. Gut. Dann war's das für diese Folge. Jo. Ich meine, die ist eine halbe Stunde lang, also von daher. Ich gehe jetzt Cosplays machen. Warum? Guck mich an. Okay. Ein schicker Helm. Okay. Wirti macht Cosplays. Und die Ergebnisse davon sehen wir dann im nächsten Part. Bis dahin. Ciao. Servus.